So, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe wieder meinen Bandana aus der Schublade geholt und ihr wisst ganz genau, was es alles hat, was das heißt. Und zwar hat der gute Santiago, Schrägstrich Spongeboss, Schrägstrich Santiago, Schrägstrich BBM, Schrägstrich geiler Scheiß, hat einen neuen Track rausgebracht. Das haben sich zwei gewünscht. Und der Kevin und der gute Finn haben sich gewünscht, macht doch auch eine Reaction-Video-Analyse. Ich nenne es mal Reaction-Analyse-Video von seinem neuen Track Eloa. Und ich bin echt mal gespannt. Wir haben jetzt, glaube ich, seit Bar Mitzwa jetzt nichts mehr von ihm gehört. Und ich freue mich wirklich drauf, auf jeden Fall richtig geil. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr sein Buch fandet und so, ob es sich lohnt zu holen und so weiter. Und genau, wir sehen hier, Klammer, 65.000 Likes, 5.400 Dislikes. Schon mal deutlich besser als bei Katja, krasse Witze. Ich hatte auf jeden Fall bei meinem Reaction-Video gestern bei Dicke Lippen vorbei. Ja, yeah. Wirklich, hier, yeah. Fremdschirmend. Okay, hauen wir mal rein und hören uns mal denn Track on von San Diego. Nie wieder lila durch Coca. Ich werde nie wieder lila durch Coca. Mama, dieses Papier ist nicht koscher. Levina wieder loca. Vergib mir Ruhe. Man sieht auf jeden Fall, dass er da sein Bandana jetzt am Anfang nicht mehr anhat. Man sieht dann schon seinen vollen Bart. Hier sieht man den Judentumstern. Und auch wieder so im San Diego-Style, sag ich mal, so wie auch bei Mitzvah war. Richtig geil schon mal, so ein bisschen so lockerer Beat, so richtig fett mehr. Ah, okay, da hat er wieder einen Bandana an. Auf jeden Fall wieder, wenn man von SpongeBob jetzt von Bar Mitzwa und so mehr musikalischer jetzt als, also mehr, auch ein bisschen mehr Gesang dabei als jetzt wirklich Rap, sag ich jetzt mal so, aber da wird bestimmt auch noch fette Style, Zeile kommen, Steile kommen. Ziel ist die 30 Riesen Daytona, vergib mir Eloa. Nie wieder lila durch Coca. Ich werde nie wieder lila durch Coca. Mama, dieses Papier ist nicht koscher. Levina wieder loca, vergib mir Eloa. Also ich muss sagen, jetzt kommt ja der zweite Teil, sag ich mal, vom Lied. Der erste Teil hat mir auch gefallen, der war sehr musikalisch. Jetzt geht's ins Rap wieder rüber und da haut er schon mal gleich mal raus wieder. Ich feiere einfach seinen Rap-Style, sein Flow und alles einfach. Sein Double-Time ist, finde ich, das beste Double-Time. Viele sagen ja, Kollegah wäre das Beste. Ich finde, sein Double-Time ist besser als Kollegahs. Weil bei Kollegah, er kann zwar vielleicht schneller Double-Time, aber so eine, ja, man versteht alles, wenn es SpongeBob, will ich immer noch sagen, San Diego immer noch am Double Time ist, dann haut's, dann versteht man wirklich jedes Wort. Rap-Keller, Rockefeller, kein Story-Truth-Teller, Bestseller. Ich kam mit Mama aus dem Ghetto ohne Visum her nach Deutschland für die Echo-Nominierung. Vergib mir Eloa. Geh mit Mafia-Kreis Acid, Mama weint Edit. Mein Sohn schreibt mit Papa Light Message. Du weinst aber weiß kein mehr Lacher, kein Kessel. Taudalicher Hashem. Hol Mann in schwarzen Band. Ah, da sieht man nochmal SpongeBob hier. Also ich würde sagen, vom Marketing her ist der echt der übelst krasseste Rapper, wo eh
Wenn man sich mal überlegt, wenn das alles wirklich geplant ist, was man ja so sagt, mit auch Kollegen, mit dem Dissen und so, dann ist das eine richtig krasse Marketingstrategie dahinter gewesen, wenn man das sich mal so überlegt. Von unten ganz hat er sich hochgearbeitet, nur durch den Schwamm jetzt zu sein, was so schon mega krass, muss ich wirklich sagen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, fandet ihr, als er SpongeBob gerappt hat, besser oder jetzt als San Diego wieder? Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben. In meinem Fadenkreuz. Wieso denkt ihr, ich bezahle euch? Bro, ich bezahl für die Sünden vor Adonai. Acht um die Hand plus geladene Neun. Mafia und Cops in meinem Fadenkreuz. Wieso denkt ihr, ich bezahle euch? Bro, ich bezahl für die Sünden vor Adonai. Verdiene wie Broker, statt einen miesen Takeover. Also zum Video muss ich auch mal sagen, ist echt gut wieder bearbeitet. Das sieht man so ein paar Bilder, die hat man ja im Trailer schon gesehen. Richtig gutes Video, auch hochwertiges Video wieder. Wirklich halt im San Diego-Style, sag ich mal, so ein Bar Mitzvah-Style ist es wieder. Richtig geil. Also viele Location gefällt mir richtig gut. Die Industrie wie J-Hover, gib Speed im Range Rover. Ziel ist die 30 Riesen Daytona, vergib mir in Lower. Nie wieder lila durch Coca, ich schwör nie wieder lila durch Coca. Mama, dieses Papier ist nicht koscher, live in der Vida Loca, vergib mir in Lower. Ja, das ist das Lied vom guten San Diego, Eloa. Ich persönlich finde einen richtig guten Track. Ich muss sagen, ich fand Bar Mitzwa besser, weil da halt mehr Rap-Szenen drin waren. Hätte ich mir auch mehr gewünscht. Es waren ja ein paar Phasen dabei, aber es war eher musikalisch. Vom Musikalischen hat das ja auch drauf wirklich. Also ich hätte mir ein paar Rap-Stellen mehr gewünscht. Vielleicht auch mal ein Double Time nochmal. Aber auf dem Beat wahrscheinlich Double Time wird aber jetzt nicht unbedingt passen. Ich hoffe natürlich, dass auch mal wieder jetzt ein Rap rauskommt, was nach vorne geht von ihm. Und ich bin mal gespannt. Also, Eloah, richtig geiles Lied. Hört es euch auch auf jeden Fall unbedingt an. Holt es euch bei Spotify, wenn ihr ihn unterstützen wollt und so. Ich werde auch alles in die Kommentare schmeißen. Und ja, also geil. Das sind so die Resonanz. Mega heftig. Hashtag BBM. Sunny BBM, Money Regen, Gang 100, Riesen sind die Trinkgeld, richtig fettes Lied, BBM. Viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das stimmt auf jeden Fall, San Diego. Ich hoffe auch jetzt nicht, dass dadurch, dass er sich jetzt geoutet hat, dass er San Diego ist, dass der Erfolg halt jetzt nicht mehr so krass ist, jetzt wie bei, wo er noch SpongeBob war, sag ich mal so. Könnt ihr mir mal wirklich, wie gesagt, schreiben, ob ich sowas schon mal mitgekriegt habe? Wird er jetzt nicht mehr so gefeiert, weil er jetzt kein SpongeBob mehr ist, sondern San Diego jetzt, oder feiert er das? Ich finde es auf jeden Fall krasse Marketing. Und er hat es auch wirklich drauf, auf jeden Fall. Werden noch Songs als SpongeBob hören? Hoffentlich nicht. Hier sieht man das. Viele sagen hoffentlich, hoffentlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ist aber auch gut so. Mit SpongeBob-Stimme vor. Ja, wie ich ja gesagt habe, es ist ja gespaltene Meinung. Ich fände beides cool, wenn er nochmal den Schwamm rausholen lassen wird für ein paar Zeilen. Aber wir wissen ja, dass er ja der gute Sunny hier. Wenn seine Stimme auch ein paar Probleme hat, dadurch, dass er die Stimme von SpongeBob nicht mehr so arg rappen kann. Es war ja nicht durch Autotune von ihm bearbeitet oder so. Er hat ja wirklich die Stimme wirklich nachgerappt. Wenn man so viele Jahre mit so einer Stimme, mit so viel Kraft und so, wenn jeder weiß, mit einer anderen Stimme zu rappen oder auch nur zu sprechen, ist ja richtig schwierig. Und dann noch so Double-Time-Phasen, kann ich das mir schon vorstellen. Und wie gesagt,
Ich wünsche ihm nur das Allerbeste, dem guten Boy. Und ich würde sagen, Freunde, lasst doch gerne eine Bewertung da. Wenn euch es gefallen hat. Ich kann halt wirklich nicht so dazu viel sagen, jetzt zu dem Lied, was ich jetzt gesagt habe. Es ist so insgesamt richtig gut. Ich hätte mir, wie gesagt, noch ein paar Rap-Szenen, Passagen gewünscht von ihm, weil ich es einfach geil finde, wie er rappt. Und ja, auf jeden Fall wird die Tage dann wieder ein bisschen Gaming mal kommen und dann auch noch, sagt's mir, Life is Battle Area, genau. Und dann haut rein. Ich bin euer Arashi. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht. Haut rein, wann ihr auch immer dieses Video schaut. Tschüss.